Jeden Tag haben wir alle 7 Todsünden gekocht. Das heißt, wir hatten 7 Gerichte auf der Karte. Alle Gerichte wurden nach einer Todsünde benannt und haben diese Todsünde kulinarisch übersetzt. Zum Beispiel die Faulheit. Wir haben es mit der Faulheit so gemacht, dass wir gesagt haben, der Gast kann faul sein. Und zwar kann er so faul sein, dass er nicht mal mehr kauen muss. Die Faulheit, das war bei uns konfierter Lachs, den haben wir bei 40 Grad in einem Ölbad warm ziehen lassen, hat eine unglaublich tolle Textur dadurch. Wir haben einen Gang kreiert, der so zart ist, so cremig, dass er im Mund, am Gaumen regelrecht zu schmelzen scheint. Wir haben uns erst die Speisen angeguckt, wir haben das Menü zusammengestellt, was wir kochen wollen zu den jeweiligen Sünden und haben dann mit Carsten zusammengesessen und haben uns die Weine dazu ausgesucht. Ich habe einmal eine Emotionalität zu dem Wein aufgebaut, wo man bei den Gästen nachher wirklich merkte, es macht Klick im Kopf. Wir hatten teilweise auch Weine über 30 Euro im IK und wir haben alle Weine glasweise serviert. Das war für die Gäste natürlich echtes Highlight. Das macht nicht jedes Restaurant. Edgar war für die kleinen schönen Sachen, ich war für die Organisation zuständig und wir haben uns super ergänzt in der Küche. Auch in dem tollen Team mit Carsten, mit dem Sommelier, dort dieses umzusetzen. Unterm Strich waren wir die ganze Woche bis unter das Dach voll ausgebucht. Wir sind wirklich von einer Welle der Begeisterung getragen worden. Wir hatten ja nur 7 Tage und die Leute wollten in der nächsten Woche auch noch kommen. Wir waren für eine Woche das angesagteste Restaurant Hamburgs.